Ja, versuchen wir nochmal den Schlüssel zu holen. Wir sind direkt hier. Oh, der Stash ist hier nicht. Müssen wieder einmal rüberlaufen. Ich würde sagen, wir warten erstmal hier und gucken, ob da gleich wieder einer in dem großen Gebäude ist. Oder? Ja. Da läuft schon das Skiff. Beim Skeleton war schon ein Skep. Ich habe einen Scope, ich kann ins Gebäude reingucken. Ich habe einen Skep abgeschossen. Sehr gut. Da ist oben einer im Skeleton. Der hat auf mich geschossen. Okay, habe ich gekillt. Ehrlich? Ja, sehr, sehr gut. Das war bestimmt ein Skiff. Ich mach mal die Lampe aus beim Skeleton, ja? So. Und dann kann ich besser sehen. Unten. Die Lampe. Ja. Du nur an der Tankstelle aus. Ja, ich guck dahin. Wenn ich sage, da ist einer dann am Zaun, dann ist das an der Tankstelle der Zaun. Okay. Wo du rausgehen kannst. Ja. Wenn ich sag links, dann ist das da an der Mauer links, wo man zu dem Medic-Gebäude geht. Ja, gut.
Skeleton sehe ich keinen. Die Schüsse kamen aber aus der Richtung. Ja. Da oben läuft ein Skiff auf dem Dach, der Sniper-Skiff. Ja, lass ja Soll ich mal. den wegholen? Nee, lass ja mal da erstmal als Versicherung. Okay. Aber solange der nicht auf uns schießt, kann das nur gut sein für uns, damit wir wissen, ob er Der aus seiner läuft Sch da auf dem Dach, links und rechts. Ja, wenn er nämlich keinen sieht, dann könnten wir vielleicht freie Bahn haben, den Schlüssel holen, dann wieder zurück. Kann es sein, dass einer von den Schlüssel geklaut hat? Oh. Oh, der schießt auf mich. Oh, scheiße, Der dann. schießt auf dich. Der ist tot. Ja, es hat er Pech gehabt. Der hat uns echt entdeckt hier hinten. Hammer, ne? Wobei ich aber auch sagen muss, dass das Skep ganz hinten oben im Gebäude mich auch gesehen hat. Obwohl ich hier hinterm Zugrad bin. Aber ich würde sagen, die Luft ist rein, oder? Soll man nicht gehen? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Von Ja, mir so aus vom können wir Gefühl gehen. her, würde ich sagen, Ja, dann komm. hier ist keiner. Ne, noch überall Skeps rumlaufen. Eigentlich müsstest du vorlaufen, weil du hast eine Vollautowaffe. Ja, man bleibt mal lieber hinter mir. Ja. Bleib hier auf der Seite der Mauer. Läufst du? Nee, das sind die, laufen irgendwelche Escapes. Aber ich hab den Schlüssel, komm. Scheiße. Oh, das ist auf dem Feld. Heißt es, gell? Wo? Wo? Rede mit mir. War der Auto, wo du hinguckst, aber links hinter der Mauer. Hast du den weggeballert? Ja.
und dann müssen wir wieder zurücklaufen. Ja, hin und her. Müssen wir nicht hier oben auch noch was holen? Später, aber da braucht man Schüssel, ne? Willst du hier raus? Warte mal, kommen wir denn dann auch überhaupt von hinten hin? Von hier aus? Wir können auch hier rechts und dann über die Mauer springen. Also eine alte Tankstelle. Aufpassen links. Hier, du kannst ja rüber, ne? Na, passiert oben rechts. Okay, ist weg. Okay. Geh den gleichen Weg wieder zurück. Alter. Der hatte nur eine Pistole, der Arme. Hier ist noch einer. Geh weg. Ja, geh weg. Den Ausgang leider nicht. Was? Wir haben den Ausgang leider nicht. Was ist ein Ausgang? Na, den hier, Tankstelle. Ach so, nee, wir müssen einmal durchlaufen. Okay. Und noch mal das Gleiche.
ist leider auch in die Richtung, diese Schießerei, wo wir hergehen. Boah. Okay, geh du mal lieber vor. Nicht, dass der da ein Gebäude ist, links. Hier oben im Gebäude. Links. Ich kann da reingucken, da ist keiner. Ich geh links vom Gebäude. Warte. So, hier Trick 17. Und darüber. Oh, da liegt ein Skeff. Der schießt, glaube ich, von der anderen Seite. Warte mal, lass mich erst mal gucken. Von drüben. Kann sein, ja. Scheiße. Hier, so, komm hier raus, komm. Hier. Ja, bleib hier raus. Ja, dann haben wir das auch geschafft, schon mal zum Abschluss. Sehr gut. Zwei Skeffs immerhin. Ach, der USB-Stick hatte ich einen gehabt, Gott sei Dank. So, Händler. Aufgabenskier der Presse. Übergeben, abschließen. Ah, ich habe keinen. Ich brauche zwei Stück. Ich habe einen gehabt. Sei froh. Die Quest dauert immer am längsten. Ja. Weil du die auch nicht kaufen kannst, du kannst die auch nicht herstellen. Du musst die echt finden. Ja. Ja, da bin ich mir das nächste Mal wieder bewaffnet hier.